Dann starten wir. Wir begrüßen alle recht herzlich zu der ersten offiziellen Pressekonferenz von der Rückrunde. Ich spiele morgen dann gegen den FC Wil, Runde 19. Ja, Infos vorneweg gibt es keine, sollte eigentlich alles klar sein wie gehabt. Darum bereits ja, der Blick voraus auf die personelle Situation für morgen. Gesperrt ist niemand. Gefördert haben wir den Geitsch, Cemaili, Gasser und den Dobras. Verletzt sind der Rahimi und der Ulrich. Und fraglich noch ein bisschen angestellt sind der Geitsch und der Weisser. Ja, Benji, starten wir mit dir. Geht endlich los morgen. Ist die Mannschaft bereit? Die Mannschaft ist bereit, ja. Wir haben gute Vorbereitung gehabt. Gutes Trainingslager, wo jetzt noch mit einem Sieg abgeschlossen. Und sollten eigentlich alle genug Selbstvertrauen haben, um morgen gleich positiv zum Anfangen. Ja. Ja, Jürgen Mohr, also das erste Pflichtspiel für dich als FC Vaduz-Trainer. Ja, wie sehr freust du dich auf das Spiel? Wie sehr schaust du voraus auf morgen Abend, Viertel ab 8? Ja, sehr natürlich. Die Mannschaft hat und alle Spieler haben großen Einsatz gezeigt. Jetzt, ich habe einen guten Start hier gehabt. Es wurde sehr gut aufgenommen und auch die Mannschaft hat mir es an sich und im Walter natürlich auch leicht gemacht, denke ich. Und natürlich will man die Mannschaft sehen unter Wettspielbedingungen. Das ist noch das Entscheidende und darauf freuen. Gut, danke euch beiden. Jürgen, ist für dich jetzt so als alter Fuchs im ganzen Business, ist das noch eine Anspannung da oder eine besondere Nervosität, wenn es gerade das erste Spiel ist mit einem neuen Verein? Ja, natürlich, die Jungs, jedes Spiel ist eine Anspannung, hoffentlich auch, weil wenn das mal nicht mehr da wäre, dann brauchst du auch ein bisschen Adrenalin oder ein bisschen den Nerv kitzelt, dann bist du auch nachher voll parat, auch als Trainer, ja. Das geht ja dem Spieler genauso, eine gewisse rechte Nervosität hat wahrscheinlich jeder Spieler noch oder eine gewisse Anspannung und das braucht es, sowohl als Spieler wie auch als Trainer. Und dann läuft man morgen natürlich auch so im Wettkampfmodus erst einmal. Es ist alles anders wie Vorbereitung oder wie andere Zeiten und darum geht es. Und das ist immer für mich die schönste Zeit gewesen, dass man sich im Wettspielmodus befindet. Eben in der kurzen Zeitraum, eben, wenn man sich dann trifft bis zum Abpfiff. Und ja, das ist eigentlich die schönste Zeit und das genieße ich eigentlich immer. Und da freue ich mich eben die Mannschaft auch zu sehen. Aber bleibt sich eigentlich immer gleich. Klar, mit den Jahren verändert sich es vielleicht mal ein bisschen, aber so richtig kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das mal war. Es ist jetzt immer wieder neu, aber immer noch mit freudiger Erwartung und ja, mit hoher Zuversicht natürlich auch. Ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man gleich in der Tabelle höher spielt, dass man quasi standardbestimmt schon ein erstes Spiel hat? Ja, Wil grüßt von der Tabellenspitze, klar, aber ich glaube, dass die Liga unheimlich eng ist. Also klar, die Punktanzahl ist ein bisschen unterschiedlich, das ist abzulesen. Ja. Nur ich glaube einfach, dass die Leistungsdichte ja, unheimlich eng beieinander ist. Also von dem her gesehen ist jetzt für mich klar, dass Wil da irgendwo befreit aufspielen kann. Ja, logisch, mit 34 Punkten im Rücken, das ist sicherlich vielleicht ein kleiner Punkt, wo man weiß, aber alles andere von der Dichte her, würde ich jetzt nicht sagen, dass da so ganz riesige Unterschiede sind. Kannst du vielleicht ein paar Gründe ausmachen, warum Wil ganz oben steht? Was macht sie so stark oder was hat sie im Herbst so stark gemacht? Ja, ich meine, das ist grundsätzlich Wil oder andere Mannschaften in andere Liga, weil ich beobachte es ja auch von außen oder jetzt in der Vorrunde natürlich auch in andere Liga. Aber es geht einfach um Abläufe. Sie haben Top-Abläufe in ihren Spielen. Sie haben ein gewisses Grundkonzept, wo jeder weiß und wo natürlich gewisse Automatismen dann schon sind. Und das ist unheimlich wertvoll. Und haben sie sicherlich eine gewisse Hierarchie, oder? Das sieht man natürlich auch vom Altersstruktur her. Und das sind sicher ein paar Dinge, die auffallend sind, sowohl vom System wie auch von der Hierarchie und von gewissen Abläufen, defensiv, offensiv, die schon klar erkennbar sind und wo man sich immer dran festhalten kann während der Spiele. Auch wenn es mal gerade in der Phase, wo es vielleicht weniger gut läuft. Und das ist sicherlich ein Merkmal, wo sie auszeichnet. Und, ja. Hat das Trainingslager irgendwelche Erkenntnisse gebracht, die Mannschaft in irgendeiner Form auf ein anderes System oder irgendwie nach deinen Vorstellungen zu verändern oder einzustellen? Also zunächst waren alle sehr diszipliniert, wie ich fand. Also es gab überhaupt keine Reibungspunkte, was ja auch angenehm ist. Es war ein sehr reibungsloser Ablauf. Oder wenn man dann irgendwo 30, 35 Personen bewegt oder von Essen, Training und so weiter die ganze Woche über. Das war super. Die Einsätze waren gut im Spiel, in den Vorbereitungsspielen. Ja, vom System her, ich meine, die Mannschaft grundsätzlich, denke ich schon,
Hat natürlich einiges schon erlebt in der Vorrunde, also ich meine, da war auch nicht alles schlecht und darum hat man ja auch da ein bisschen Anknüpfungspunkte und dann gibt es natürlich verschiedene Positionierungen, was allein von der Spielerqualität ausgehend, was ist die beste Position für die Einzelnen und so versucht man natürlich schon jeden auf seine beste Position zu bringen, oder? Und dann ergibt sich daraus irgendwo ein System, also ich bringe ja nicht ein System mit und pflanze dann die Spieler ein, sondern ich schaue, dass die Spieler möglichst auf ihren besten Positionen spielen können, das ergibt sich, denke ich, schon so für morgen. Es stehen uns ja alle, wie es schon angesprochen wurde, eigentlich zur Auswahl. Ein paar sind fraglich, aber wir haben einen großen Kader, also da haben wir schon einige Auswahl. Und was wir denn da auf den Platz bringen, das werden wir morgen dann sehen. Also natürlich wollen wir unseren Stempel aufdrücken. Entscheidend sind nachher die Umsetzung, oder dass man da wirklich auch, und dann spielt ja der Gegner auch noch mit, also das darf man auch nicht vergessen. Also von dem her gesehen bin ich gespannt, wie es morgen aussieht. Und da bleiben natürlich ein paar Unbekannte bestehen. Also es gibt jetzt da nicht die ganz großen neuen Erfindungen, das vermutlich nicht. Bin ich vielleicht Frage, jetzt sind es knapp 4 Wochen der neue Trainer. Kannst du es vielleicht erzählen, was sind die größten Unterschiede jetzt zum Vorgänger? Also in den Abläufen, also von Intensität oder so, Persönlichkeit, sofern es offen sagen darfst. Also auf, was sagst du? Das ist von einem Jahr genau die gleiche Frage. Ich hoffe, Nein, man spürt schon, dass es vor allem um einen Wettkampf geht, dass man wieder etwas reinbringen will, dass es wirklich Siegen etwas bedeutet und dass man auch jedes Goal feiert oder auch anschießt auch im Training. Und ein grosser Teil ist natürlich auch die Standards, dass dort vor allem defensiv den, die Überzeugung da ist, zum Korn überkommen. Aber offensiv, ja, das ist ein grosser Teil des Spiels, wo du noch viel Spiel entscheiden kannst. Ja. Und wirklich die Mentalität von jedem das reinbringen. Ja. Wir haben ein grosses Kader, sind wieder ein paar enttäuscht worden. Und, aber wichtig ist, dass wir es jetzt alle miteinander durchziehen. Ja. Was ist so dein persönliches Fazit von der Vorbereitungsphase? Ja, es war jetzt wieder ein bisschen Umstellung. Wir hatten vorher viel Spiel gehabt, über 30 Spiele in kurzer Zeit. Und jetzt mal wieder 3 Wochen nur trainieren. Und noch, sagen wir jetzt, im Vergleich zu Vorrunde viel Training. Ja, einfach die Training gut hinter sich bringen, zum fit zu werden. Und jetzt geht es so erst richtig los. Ja. Also, darum shooten wir alle, dass wir die Ernstkämpfe haben und dass wir uns messen können und dass die Emotionen dann auf dem Platz sind. Und, ja. Jürgen, lässt dir viel spielen auch, also 11 gegen 11 oft auch im Training. Ist das so ein Ding, dass man eben diese Mentalität eben auch haben möchte, dieses Gewinnen, was der Benni gesagt hat auch, dass man es das unbedingt haben will? Du bist ja immer da, du siehst es ja. Nein, ist ja klar, ich meine, auf der einen Seite, wir haben nur eine kurze Vorbereitung, also da lässt sich gar nicht so viel Spielraum für einzelne Etappen, wo man dann, sage ich mal, sonst aufbereitet wird in einer längeren Vorbereitung. Es ist, wie es ist und das ist alles okay. Aber in der kurzen Zeit versuchst du natürlich so viel wie möglich reinzupacken und natürlich auch diese Spielformen so zu gestalten, dass die Spieler möglichst viel mitnehmen können, was wettkampfnah ist. Oder eben, da bleibt der 11 gegen 11, ist dann immer das wettkampfnaheste. Und da macht es sicherlich Sinn, oder, dass man sich da ein bisschen wieder an die Räume, es waren doch 5 Wochen vor Pause, oder, dass man sich schnell wieder an die Räume, an die Laufwege und auch an die Intensität, noch an die Abstände gewöhnt. Und das wird immer das Entscheidende sein im Fußball, oder, dass man sich da zusammen als Kollektiv, die 10 Vorderleute von Benni, gemeinsam so bewegen, dass wir wirklich immer sehr kompakt sind und auch offensiv wie defensiv eine gewisse Struktur haben. Und das sind die Abläufe, von denen ich vorher gesprochen habe. Und da wollen wir besser sein, denn letztendlich wie der Gegner möglichst, ja, und die Abläufe helfen. Und da versuchen wir jetzt immer sukzessive, das noch zu verfestigen. Und da sind wir natürlich nur noch an dem Punkt, dass man sagen kann, ja, man hat schon alles herausgefunden. Also aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, also ich beziehe da den Walter Thome immer mit ein, kann man jetzt nicht sagen, man hat schon alles herausgefunden oder alles sehen können, weil es war in der kurzen Zeit nicht möglich. Aber es ist okay. Inwiefern könnte es ein Vorteil sein, dass man die Doppelbelastung vom Herbst jetzt nicht mehr hat? Das ist ja die interessanteste Frage, Benni hat es schon erwähnt, gerade, dass es natürlich eine Umstellung ist, jetzt musst du wieder mehr trainieren, vorher quasi nur Reisli gehabt und hast schon gespielt, das ist klar. Aber
ist natürlich so, die Substanzverlust mit solchen Belastungen, die gehen nicht spurlos an einem vorbei. Und ich wünsche mir natürlich schon, dass man jetzt die Energie bündeln kann und dass man das auch tatsächlich sieht. Weil um das geht es jetzt einfach. Ich finde, das ist eigentlich auch der Schlüsselpunkt. Also wenn ich jetzt die Überschrift mache, würde ich Energie bündeln und das dann auch letztlich im Kleingedruckten noch sichtbar machen, oder dass man das tatsächlich dann auch sieht. Weil das ist der ganz große Unterschied, vermutlich, obwohl ich ja nicht dabei war, aber wenn man das halt schon auch irgendwie mitfühlen kann, was da im Spieler vorging oder was da auf ihn zukam, oder, dann ist das schon der wichtigste Punkt. Und darauf zähle ich auch. Mental natürlich auch. Also es ist jetzt nicht nur der körperliche Aspekt, sondern auch der mentale Aspekt.